Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Ich bin Odin, aka Assassin's Creed Valhalla. Jawohl. So, ich habe gerade gesehen, kurz vor der Aufnahme natürlich, dass ich ja noch ein, zwei Sachen theoretisch upgraden könnte. Und das will ich jetzt auch mal ganz fix machen. Zumindest eine Sache, wahrscheinlich reicht es nicht für mehr. Flop. Doch, Tatsache, es reicht für noch eine Sache. Gott. Phew. Zwei Sachen besser gemacht. Yeah, ich bin so stolz auf mich. Hammermäßig. Jetzt habe ich noch zwei Sachen, die nicht auf... Drei Sachen, die nicht auf Maximum sind. Die Waffen mal ausgenommen, weil die will ich ja nicht gar nicht haben. Die Waffe hier ist ja eine blöde Bärenaxt. Ich wäre so viel besser mit einer ordentlichen, fetten, krassen Rabenclan-Axt. Aber naja, findet man einfach nicht sowas. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Bin ich bis heute irgendwie nicht gut dabei, was Waffen finden angeht. Jedenfalls keine Raben... Sache, ja. Speer ist Zweihand. Denke ist auch Zweihand. Also alles Mist. Ich wünschte, das wird sich ein bisschen besser gestalten. Das mit den Waffen finden und sowas. Aber nun ja, was willst du machen, ne? Gesundheit, Dankeschön. Ja. All diese vielen Werte hier und ich achte bisher überhaupt nicht drauf, weil... Ich meine, es ist cool, dass die ganzen Werte drin sind und so weiter, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die essentiell sind im Spiel. Es ist halt dennoch... Nur ein Light-RPG irgendwie trotzdem. Ist jetzt nicht schlimm, es ist ja auch per se gar kein RPG. Es ist ja nicht so weit, das ist jetzt keine Kritik, das ist nur... Es fühlt sich jetzt nicht genau danach an, so. Und ich wollte, glaube ich, irgendwas machen, bevor ich das hier mache. War es einfach nur hier hinlaufen? Ich weiß gar nicht genau. Ich laufe da einfach mal hin. Schrägstich markieren wir das vorher. Wird schon passen. Ah... Denn die Dinger geben ja, wenn ich mich richtig erinnere, viele, viele XP. Und man kann davon nie genug haben. Und da hier eine Eislandschaft ist, möchte ich bald behaupten, hier finden wir unseren guten alten Meeresgott wieder. Könnte das sein Haus sein und seine Frostriesenbrigade? Oh, Füchse und Hasen und... Oh, wie süß. Die werden sofort angreifen. Wer? Wer denn? Ich sehe gar keinen. Aber hammer cool, die Spuren im Schnee, vor allem vom Fuchs gerade. Das sah richtig hübsch aus. Ah. Der da? Entschuldigung. Ja, das wohnt ja Frostriesen auf meinem Gebiet. Wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen irritiert, dass sie mich angreifen. Es scheint ja eher so zu sein, oder schien so gewesen zu sein, dass das irgendwie friedliche Leute wären, die hier von uns toleriert werden. Und eben mit dem Meeresgott zusammen. Also warum sind wir jetzt verfeindet? Muss ich eher nicht so verstehen, oder? Ah. Da lassen einen dann die nordischen Mythologiekenntnisse doch ein bisschen im Stich bei solchen Details. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Andererseits wiederum, wer weiß, ob das tatsächlich auf Mythologie basiert oder ob es einfach nur tatsächlich alles selbst ausgedacht ist, soweit. Ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, ne? Oh oh, es kommt. Hat keiner gehört, ne? Nimm das! Au! Aua! Nee, du sollst den! Ich will das gar nicht! Ah! Zack! Zack! 50! Jawohl! Sowas hatte ich mir erhofft. Ups! Steinschleuder! Gott, das war's schon. Praktische Sache, die nicht mehr looten zu müssen, weil es alles automatisch passiert. Gut, dass ich das ausgewählt habe. So. Da oben drauf. Ja, ja, Sperrgebiet, schon klar. Sollen Dinge für mich sein. Uppala. Na. Okay, der will ja nicht rauf, wie es aussieht. So geht's aber. Über Umwege. Aber jetzt geht's nicht weiter. Ich kann ja nach oben, nur nach rechts. Sag, hallo? Immer, ich drücke alle Tasten. Geht doch. Manchmal hat sich das ein bisschen. 35 in die Richtung. Garantiert als Unterirdisch schon wieder hier, dann...
Es sind 17 Meter in die Richtung. Gibt auch keinen Sinn. Es muss so oder so unter mir sein. Aber jetzt natürlich musst du wieder mal einen Eingang nach unten finden. Das ist ja mal das Problem in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gibt's das ja nie. Nicht offensichtlich jedenfalls. Ganz schlimm. Es ergäbe für mich halbwegs Sinn, wenn da unten was wie eine Höhle wäre. Was siehst du, alte Freundin? Oder so ein Höhleneingang, besser gesagt. Na, komm mal hier lang. Komm mal hier lang. Ich meine, es gibt auch voll Sinn, dass wir jetzt hier als Odin unterwegs sind und eben Raben rufen. Weil meine Hüte, Raben, Odin, ist ja klar. Aber auch deswegen ja immer noch meine Vermutung, dass wir Nachkommen von Odin sind. Von diesem tatsächlichen erste Hochkultur irgendwas Götterzivilisation, zu der er auch dann gehören müsste. Ich bin immer noch sehr gespannt rauszufinden, wie es dann damit tatsächlich steht, ob ich damit recht habe, ob es was völlig anderes ist. Gut, da ist eine offensichtliche Truhe. Und da könnte es vielleicht reingehen. Der Rest ist auf jeden Fall irgendwie nicht an der Oberfläche. Aber es waren noch vier, oder? Ich sehe bloß drei. Das ist noch ein Rätsel. Ah. Da oben drin scheint noch einer zu sein. Ich muss sagen, auf diesen Asgard-Teil gerade habe ich doch ein bisschen mehr Bock als auf das normale Assassin's Creed Valhalla gerade. Oder? Weil es einfach nur wegen der ekelhaften Hürde meine Stadt zu leveln. Auch wenn ich von vornherein sagte, ach cool, hammergeil, Stadt aufbauen, Dorf aufbauen, finde ich, ist voll meins, macht bestimmt super Spaß. Ja, per se finde ich es auch gut, aber es hat halt offensichtlich auch ein bisschen mit extra Arbeit zu tun. So als nebenbei wäre es total cool, aber es ist halt kein nebenbei. Es ist halt ein offenbar ein Ding, was dich... Hallo? Ich krieg dich wieder kein bisschen hier. Eine Sache, die man aber aktiv machen muss, offensichtlich, um weiterzukommen. Das wiederum ist halt das, was mich ein bisschen stört. Zumal es auch recht lange dauert. Ich scheine da nicht raufzukommen. Hätte ich sowas wie einen Feuerpfeil? Um das Eis zu schmelzen. Oder aber ich finde eine Lücke. Das geht natürlich auch. Hüpf, spring, kletter. Hallo? Kletter, mach mal. Oh, hier ist sogar Feuer oben drauf. Ymirs Tränenstein. XP bitte? Geht doch. Mal was? 450? Waren es nicht 500 gewesen? Ich fühle mich hier 50 XP betrogen. Ah. Aua, na toll. Aber jetzt habe ich Feuer, siehst du. So kann es nämlich gehen. Was mir das bringt, das weiß ich nicht. Was? Nee, ich wollte eigentlich... Ach so. Dann schießt das Ding hier runter damit. So wie das hier. Warte, 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 warte. Feuerfall. Treffer. Na, traust du dich auch darunter? Ah, okay. Völlig falsch gesehen, aber das habe ich befürchtet. Gleich meine Pfeile alle. Oh, jetzt schon. Und hier muss keiner da zu mich, verdammt. Ist da wenigstens ein Blätterhaufen? Ja. Flatsch. Habt ihr ein paar Pfeile für mich? Ich könnte ein oder zwei gebrauchen. Das sieht man nach einer Eistür aus. Hätte halt einen Feuerpfeife brauchen können, der jetzt weg ist. Wo sind die Gegner jetzt hingelaufen? Bist du der Halbtote? Nein, du hast volle Leben. Das gefällt mir. Wieso bezahlen? Ich habe kein Geld dabei. Also schon, aber ich will das nicht bezahlen. Ich bin geizig. Au, au, was zum... Er hat mir Eis und Schnee und ein bisschen Dreck in die Augen geschüttet. Das ist nicht okay. Aha, du bist verletzt. Nein, ausweichen, ich komme nicht. Von der Kiste runter. Auch voll gut. Im Kampfmodus ging das nicht. Hey.
mit dem Kampf erstmal Fähigkeiten austauschen und neu machen und besser und sowieso und überhaupt. Okay, ich habe wieder mal nicht im Kopf, wo ich hin muss. Ich muss mich mal erstmal orientieren, aber... ich glaube, ich habe alle Rabenrüstungen, die ich gerade gesehen habe, ausgewählt soweit, ja. Ach so. Da komme ich wieder bloß über Umwege ran. Ist per se nicht schlimm, wenn ich jetzt doch die Fallen dann nehmen müsste. Dass ich Kinder gar nicht über diesen Weg ran oder auf anderen Weg, aber. Eine per se. Das ist ja okay, das abzukürzen damit. Ich meine, ich komme auch an den schweren Schaden ran, der auch nicht weg. Wobei ich nutze ja eigentlich nie schweren Schaden. Ich mache immer nur leichten Schaden. Das ist ja auch so ein Ding. Ich hau eigentlich nie schwer zu, weil. Ja. Warum denn auch? Es scheint sich nicht wirklich zu lohnen. Ausweichen, komm. Mit ein bisschen Glück. Ach, der Rabe ist hier unten. Mist. Tja, Widerstand auch nicht verkehrt. Ich meine, ich weiß gar nicht, was Ausweichen mir jetzt genau bringt. Weiche ich jetzt weiter aus? Weiche ich jetzt besser aus? Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, ich brauche es nicht unbedingt. Ein leichter Schaden ist doch ein bisschen sinniger dann für mich. Achso, Raubtier. Ja, Raubtier ist nicht alles Raubtier? Ich meine, Rabe ist eher ein Aasfresser als ein Raubtier. Bringt mir das aktiv irgendwas überhaupt, ist die Frage? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. 1, 2, 3. Sind wir da? Na toll. Na toll. Ich meine, wie ja schon mehrmals erwähnt... Letztendlich wird man wahrscheinlich theoretisch genug XP für alles bekommen können, wenn man nur lang genug spielt. Und dann ist es relativ egal, was du nun gerade willst und machst und tust. Du hast halt einfach alles auf Maximum. Aber für den Moment muss ich halt doch ein bisschen gucken, was sich am ehesten für mich lohnt. Ich habe halt doch nicht annähernd alles. Wer war das? Hat er. Ah, mein guter alter, fast toter Freund. Jetzt ganz guter Freund. Ehemaliger Freund, auch dann sozusagen, weil ein toter Freund kann ja kein Freund mehr sein. Oder? Ah ja. Ah. War einfacher als gedacht. Na gut. Da drin wahrscheinlich und nach links. Ja, klar. Wobei... Da kann ich wohl auch so hingehen. Komm ich hier durch mit dem... Nein, da darf ich da hin. Sag mal, der dreht sich automatisch dahin weg. Geht nicht, toll. Da brauche ich also irgendwas Explosives. Und genau da sind die Tränen. Ja, geil. Oben rüber sieht mir auch nicht danach aus. Hier ist kein Weg durch. Komm ich hier durchgekrabbelt? Na? Irgendwie nicht so. Gut, dann gehen wir halt doch diesen langen Weg. Ich finde garantiert irgendwo noch jetzt ein Explosionsdingens, die ich dann da auch hintragen muss, weil es ist, sieht bei einer typischen Wand aus, die ich halt durch Explosionen zum Kaputtgehen bringe. Nur habe ich hier kein Explosivfass gesehen. Ah, Pfeile. Wichtiges Gut. Sehr wichtig. Und komme ich hier... Doch, ich denke schon. Lesen. Befehle ohne Unterschrift. Standard bleiben. Zweite Welle. Wird bald... Frieden zerstören, Unheil sehen, Chaos stiften. So nehmen sie unsere Gastfreundschaft also auf. Vielen Dank auch. Hier scheine ich doch nicht ohne weiteres lang zu kommen zu den anderen Tränen, wa? Uppala, was ist so passiert? Ich muss sehen, was du siehst. Das sollte so nicht. Da, direkt neben mir. Und ich sehe nicht, wie ich da reinkomme, außer durch diesen kleinen Spalt, wo ich nicht durchkam eben gerade. So eine Sauerei. Immer diese Geheimniskrämerei. Statt einfach mal einen ganz normalen, geraden Weg zu nehmen. Ein Hüsterchen. Da habe ich schon mühevoll den Eingang gefunden, um hier generell ranzukommen. Dann komme ich hier trotzdem nicht ran. Ich meine, es ist doch echt eine Sache, wo er durchkriechen könnte. Warum macht er das denn nicht? Ey, das ist keine Herausforderung für einen Assassin oder was? Hallo? Geht's noch?
Komme ich irgendwie anders durch noch? Nee, auch nicht. Habe ich irgendeine Taste mit so gerade im Kopf, die ich dafür anwenden müsste? Zum Beispiel durchschlittern? Macht er gar nicht durchschlittern, wie ich dachte. Konnt ihr nicht irgendwie durchschlittern? Mir war so. Ich meine, es gibt es in anderen Spielen auch. Wahrscheinlich wechsle ich jetzt gerade. Aber ich dachte eigentlich, ich komme... Weil diese Steine hier rein physikalisch im Weg sein dürften dabei. Ich komme hier nicht durch. Oben rüber geht auch nicht. Das zur Seite ziehen ist auch ein bisschen übertrieben vielleicht. Ich weiß es nicht.